bin jetzt gerade unterwegs Richtung Lippstadt und wollte euch einfach mal mitnehmen auf so eine gemütliche Runde. Ich fahre jetzt hier so genüsslich 24, 25 km/h, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und habe mir überlegt, heute einen neuen Weg auszuprobieren, den ich schon ganz oft gesehen habe, aber noch nie reingefahren bin. Und dann nehme ich euch mal mit. So als kleines Zwischenvideo. Vielleicht erzähle ich euch noch das ein oder andere. Mal sehen. Also, wie immer, dranbleiben, hier entlang an unseren Viechern, einiges an Vögeln auch hier. Anfang August ist jetzt und wir haben angenehm frische 17 Grad gehabt. Ja, da sind zwei Graureiher. Das sind so die Kleinheiten, die schon auch auf so Kurztouren Spaß machen. Naja, wie gesagt, Anfang August, 17 Grad. Total angenehm zum Fahren. Und es soll sogar trocken bleiben. Sieht zwar gerade nicht danach aus, aber ich glaube dran. Das hier ist jetzt der normale Radweg Richtung Lippstadt. Und hier dieses Schild rechts rein, Radweg über die Lippstädter Straße. Bin ich schon, weiß ich nicht, tausendmal dran vorbeigefahren, aber noch nie rein. Und das mache ich heute einfach mal. Weil irgendwie führt der Weg auch nach Lippstadt, auch wenn er erstmal in eine ganz andere Richtung geht. Aber mir geht es ja hier um das genussvolle Radeln. Und das habe ich hier auf jeden Fall. Ein bisschen windiger ist es, aber nicht stark. Und daher ist das, glaube ich, alles heute ganz gut machbar. Mit der Jacke bin ich so ein bisschen am Zweifeln. Ich habe gerade so eine Kapuzenjacke übergezogen, so leicht gefliest. Aber das wird mir schon wieder zu warm. Muss ich gleich mal gucken, dass ich die wieder ausziehe. Ansonsten ist das hier, glaube ich, eine gute Alternative zu dem Radweg. Oh, schaut mal dort. Schön. Ja, gute Alternative zu dem Radweg, der die ganze Zeit parallel an der Hauptstraße hergeht. Da ist es jedoch schon ein bisschen entspannter. Und was hier jetzt kommt oder auch nicht, weiß ich nicht. Das ist ja immer so dieses Phänomen, man fährt immer, wer weiß, wie weit weg mit dem Auto, um da Fahrrad zu fahren. Und vor Ort kennt man gar nicht alle Ecken. Das heißt nicht, dass man nicht wegfahren soll, weil es ja überall auch so besondere Orte gibt, wo man so ein bisschen Sehnsucht nach hat. Kann ich 100% nachempfinden, geht mir ja auch so. Aber auch vor der Tür gibt es Ecken, die man noch entdecken sollte. So kleine Bänkchen überall mit Mülltonne. Trotzdem sind wieder irgendwelche Idioten, die hier ihre Farbeimer abstellen. Das ist halt der Haken an diesen Naturwegen. Oh, hier ist eine Schafherde. Das meine ich. Einfach mal wieder mit offenen Augen durch die Gegend fahren. Ich will euch aber auch nicht langweilen, nur um irgendwie hier Zeit auf dem Video voll zu kriegen. Daher geht's jetzt hier erstmal weiter. Gehöft. Ja, und dort kann man schon so halbwegs Richtung Sauerland gucken. Aber dadurch, dass es heute doch sehr diesig ist, da nicht viel zu erkennen. Es
Es lässt sich echt schön fahren hier. Zwischendurch immer wieder diese Sonnenblumen am Rand. Dann hier die Radwegschilder. Das ist übrigens auch die Römer-Lippe-Route. Diese Zusatzstrecken, die man fahren kann. Hat schon was, ist angenehm hier. Die Jacke habe ich mittlerweile auch aus, weil es doch zu warm ist. Muss ich halt ein bisschen langsamer fahren, dass der Wind nicht zu kalt wird. Und hier, das sind echt so Freiflächen, die ja, einfach vor sich hinwachsen. Hier kommt auch kaum jemand hin. Nach den ja, 40 Grad letzte Woche oder auch mehr teilweise, ist das heute richtig angenehm hier mit dem Radeln. Da war ich letzte Woche nicht ganz so motiviert. Bin zwar auch ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber ja, nicht so wie sonst. Das finde ich auch immer so abstrakt, wenn man hier so an diesen Strohfeldern vorbeifährt und diese Ballen sieht. Wie ja, völlig willkürlich die abgelegt sind, nachdem die gebunden wurden. Da finde ich, das hat auch schon was. Aber sonst ist es echt angenehm. Man kann jetzt hier schön so mit T-Shirt fahren. Das ist echt klasse. Man kommt hier an dem einen oder anderen zerfallenen Hof vorbei. Und auf der anderen Seite dann diese schicken, mehr oder weniger Neubauten mit den Marienbildern hier. Da vorne ist noch so ein Haus in diesem alten Baustil. Das gefällt mir persönlich wieder sehr gut. Ein paar Pferde hier auf der Koppel. Ist schon abwechslungsreich, auch wenn man nur durch Felder fährt. Das Leuchten der Sonnenblumen, finde ich, ist immer ein besonderer Farbklecks hier. Das Haus meinte ich, was mir ganz gut gefällt. Gerade von da vorne schon so ein bisschen gesehen. Auch hier mit dem Zaun hat was. Ja, jetzt stehe ich hier gerade mitten im Nirgendwo, irgendwo zwischen Lippstadt, Liesborn und Benninghausen, glaube ich. Ein sehr schönes Fleckchen. Was ich euch noch erzählen wollte, ist, dass ich letzte Woche von meiner Mutter mal das E-Bike bekommen habe oder es bekommen habe, da sie es nicht mehr benötigt, aufgrund einer Neuanschaffung und ich damit mal eine Runde gedreht habe. Aber feststellen musste, dass ich mit dem E-Bike angestrengter unterwegs bin als ja, mit meinem Rad hier, aufgrund des hohen Eigengewichts von dem E-Bike. Das hat über 20 Kilo und ich fand es sehr anstrengend, so meine ja, 24-25 km/h damit zu halten, trotz der Unterstützung. Und das ist nicht meins. So in der Stadt für dieses Stop-and-Go-Fahren ist das toll. Oh, kleiner Gang, man hat sofort 15 km/h. Aber das habe ich bei mir nach 2-3 Mal treten auch. Und daher habe ich mich dafür entschieden, ja, nicht mit dem E-Bike weiter durch die Gegend zu eiern, sondern mit meinem Monty hier die weiteren Touren auch zu bestreiten. Die neuen E-Bikes sind wahrscheinlich wesentlich leichter und leistungsstärker. Und ja, kann jeden verstehen, der damit fährt, das ist schon angenehm, aber für meine Verhältnisse noch nicht das, was ich möchte. Ja, so viel nun mal dazu. Jetzt geht's erstmal weiter in die Richtung. Die großen Baumreihen dort müsste schon die Lippe sein und da fahre ich jetzt erstmal so grob hin. Das ist auch so typisch für unsere Bauernschaften, diese Unterstellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile, Oldtimer und sowas. Da kann man noch für kleines Geld relativ günstig stehen. Und natürlich die Landwirtschaft. Wobei man ja sagen muss, dass die Kühen hier im Verhältnis zu diesen riesigen Stallanlagen ziemlich gut geht. Ja, und hier ist jetzt ein Hof.
definitiv das Warnhinweisschild Vorsicht, bissiger Hund wohl stimmt. Man hört es gerade schon. Aber mit einer super Gartenanlage. Und bei dem Haus sind überall so diese großen, roten, gelben Fensterläden. Sah echt schön aus, aber es gibt hier nicht irgendwie so eine Ecke, wo man das mal eben gut filmen kann. Ich schau mal, ob das vielleicht von da vorne irgendwo noch geht. Aber schon sehr beeindruckend gewesen, was es hier nicht alles gibt. Und auch interessant, der Zaun mit diesen ganzen Schöpfkellen da dran, die wahrscheinlich ordentlich klappern, wenn man das auf und zu macht. Ist vielleicht der Sinn der Sache. Hier kann man das wieder so ein bisschen erahnen, was ich gerade sagte mit dem Fensterklappen. Ich versuche das mal so ein bisschen ranzuzoomen für euch. Mit einem bloßen Auge erkennt man das natürlich alles wesentlich besser. Und daneben ist ganz, ja, so kernsanierte Gebäude, aber auch im Fachwerkstil original aufgebaut. Schön, aber auch schön teuer wahrscheinlich. Und ja, hier geht es jetzt vom Radweg wieder so ein Stück Richtung Naturschutzgebiet. Jetzt muss ich gerade mal lesen. Also man darf rein, aber die Wege nicht verlassen. Gut, da kann ich mit leben. Dann fahre ich hier mal runter. Da müsste es jetzt Richtung Lippe gehen. Es gab da vorne schon verschiedene Zugänge direkt über die Wiesen, aber das waren keine Wege. Und ich möchte mich hier schon so ein bisschen an die Wege halten, weil diese ganzen Lippeauen hier sind ja auch viele Brutplätze zwischen. Und da will man ja auch nichts zerstören. Ja, hier rechts sieht man schon so ein bisschen. Auch so eine Fläche. Oh, entschuldigt. Die schon recht vermoost ist. Ja. Und hier stehe ich jetzt mitten in den Lippeauen. Dort am Zaun. Den seht ihr wahrscheinlich dort in der Ferne. Da fließt die Lippe her. Und bei Hochwasser dient das hier dann alles so als Überflutungsfläche. Wie gesagt, ich holper da jetzt nicht über die Wiese. Ich dachte, der Weg geht weiter. Aber da gibt es noch andere Zuwege, um zur Lippe zu kommen. Die nutze ich dann eher. Das hier kannte ich jetzt selber noch nicht. Aber alles Weitere, was jetzt kommt, glaube ich zu kennen. Also, schauen wir mal. Aber dieser kleine Tümpel hier, da gehe ich nochmal hin. Ja, das ist doch mal naturbelassen, würde ich sagen. Ja, hier zu meiner Rechten ist nochmal so ein etwas größerer Gutshof oder Reiterhof zu sehen. Auf dem Radweg von Ovestadt kommend Richtung Kappel in Lippstadt. Wir gucken, ob ich da mal so ein paar Meter reinrollen kann. Von der anderen Seite gerade stand ein Schild Privatweg. Zutritt verboten. Und hier steht Herr Privatgrundstück. Dann respektieren wir das natürlich auch. Und drehen hier wieder um. Aber nettes Anwesen. Ja, jetzt geht es noch ein Stück hier an der Hauptstraße lang, bis ich dann irgendwann an der Lippe ankomme. So, jetzt bin ich hier an der Lippe angekommen. Und zwar schon in Lippstadt selber. Und werde euch jetzt eben noch mit rübernehmen zu dem Eck, wo die Kanuten ihre Wildwasserfahrten machen. Die haben hier so eine Übungsstrecke. Aber interessant ist das Ende auf dieser Seite. Aber auch so Kleinigkeiten wie dieser alte Schlot, der da steht, mit Efeu bewachsen. Hat schon was. Genau. Und hier ist diese
kleine Stelle, die mir persönlich besonders gut gefällt. Auch mit den ganzen gespannten Leinen hier. Hat irgendwie was. Ja, ich werde mal ganz kurz anhalten hier. Und würde sagen, mit diesen wunderschönen Bildern werde ich mich für heute verabschieden. War ja nur so eine kurze Runde, um einfach mal zu gucken, wo dieser Weg herführt. Und ich werde jetzt hier in Lippstadt noch ein paar Besorgungen erledigen und mich dann auf den Rückweg machen, woher auch immer. Mal gucken, wo der Himmel am wenigsten dunkel aussieht, da werde ich dann herfahren. Also, macht's gut, euer Markus.